Die Wahrheit über Coaching-Ausbildungen. Jeder spricht darüber, viele möchten es machen, viele sind verzweifelt, weil sie sagen, boah, welches Ausbildungsinstitut und es gibt so viele Coaches, brauchen die überhaupt noch irgendjemanden und so weiter. Ich sage, ja, wir brauchen ganz viele gute Coaches, weil allein die Psychotherapeuten völlig überfordert sind mit der Nachfrage. Und ich kann mit Fug und Recht behaupten, die Nachfrage ist wirklich sehr, sehr groß. Voraussetzung ist, du bist richtig und gut ausgebildet. Mein Name ist Uwe Pettenberg. Ich habe über 10.000 Teilnehmer bisher begleitet, über 500 Coaches und Coachinnen ausgebildet und 7 Bücher zum Thema geschrieben. Und ich möchte dir hier und heute an 3 Fakten, an 3 Punkten darlegen, was es mit den Coaching-Ausbildungen überhaupt auf sich hat. Als erstes, warum überhaupt eine Coaching-Ausbildung? Ein ganz wichtiger Punkt, da gibt es ganz viel mehr Aspekte als nur eine Ausbildung wie eine Schule zu machen. Das ist nämlich nicht Schule, sondern das ist was ganz anderes, mindestens eine Lebensschule. Und der zweite Punkt ist, was du wirklich damit anfangen kannst, was es dir wirklich bringt. Und der dritte Punkt ist, was ich dir nach über 20 Jahren meiner Tätigkeit raten kann, wie du das überhaupt in die Welt bringst und vor allen Dingen mit den Mythen und mit den Dingen aufhören, die im Netz momentan so kursieren. Also diese 3 Punkte möchte ich mit dir durchgehen und ich möchte da ein Stück weit für Ordnung sorgen. Die erste Frage ist, warum brauchen wir denn überhaupt eine Coaching-Ausbildung? Und ich lade dich jetzt einfach mal ein, dass du dir vielleicht ein Vorbild rauspickst, was du besonders toll findest. Vielleicht ein Schauspieler oder eine Schauspielerin, vielleicht einen Sportler, vielleicht einen Sänger oder was auch immer. Und wenn du jetzt mal dem nachgehst, dieser Profession deines Vorbildes, was glaubst du, wie die zu dieser Qualität gekommen sind? Ganz klar, das ist eine Fangfrage, logischerweise durch eine Ausbildung und in der Regel meistens durch Coaches. Begonnen hat das Ganze im Businessbereich, im Sportbereich und hat sich natürlich dann ausgebreitet. Und jeder, wirklich jeder, der vorankommen will, braucht Unterstützung von einem anderen Menschen, von einer anderen Person. Das ist ganz logisch. Alleine schaffen wir es nicht, denn wir sind alle blind für uns selbst. Und obwohl ich, Uwe Pettenberg, schon über 60 Jahre bin und seit über 35 Jahren persönliche Selbsterfahrung mache, es ist ja eine unglaublich lange Zeit, habe ich heute, obwohl ich es ja auch ausführe, das Coache, immer noch Coaches an meiner Seite. Ich besuche regelmäßig Coaching-Seminare und habe tatsächlich 2 Coaches, die immer an meiner Seite sind, seit langen, langen Jahren. Und warum? Weil ich selbst oftmals auf der Leitung stehe und blind für mich selbst bin. Ich kann mich selber nicht kitzeln und so kann ich mich selber auch nicht therapieren. Und das geht dir nicht anders. Das ist also eine ganz wichtige Information, die wir voraussetzen müssen. Für diejenigen, die immer sagen, ja mein Gott, wer braucht denn noch Coaching-Ausbildungen? Das ganze Gegenteil ist der Fall. Wir würden gut daran tun, dass wir noch viel mehr Ausbildung machen und dass noch viel mehr Menschen ausgebildet sind. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und warum ist das so? Wenn du an deine Eltern denkst, wenn du zurückdenkst, was haben sie dir denn beigebracht? Das sind ja letztendlich unsere Eltern, die ersten Coaches in unserem Leben überhaupt. Die ersten Menschen, mit denen wir zu tun haben und die uns sagen, was wir zu tun und lassen haben oder wie es funktioniert, sind im besten Fall unsere Eltern. Und jetzt kommt was ganz Krasses. Ich bin ja auch systemischer Coach und Therapeut, hauptsächlich sogar. Ja, was sind das für ihre Informationen denn, die uns Mutter und Vater geben? Das sind ihre eigenen Informationen. Und die haben in der Regel keine Coaching-Ausbildung gehabt und auch keine Coaches genossen. Das hat man in der Zeit, also meine Eltern, das war völlig fremd. Also wer irgendwie sozusagen was an der Murmel hatte, der ist vielleicht zu einem Therapeuten gegangen, aber das darf man ja gar nicht verraten. Heute ist es völlig anders. In den USA sowieso, bei uns auch. Jeder sucht sich einen Coach. Aber unsere Eltern haben sich keinen Coach gesucht. Sie sind also, seht mir es nach, mit ihrer Begrenzung im Leben
auf uns zugegangen und haben uns versucht, im besten Falle ins Leben zu bringen, uns zu erziehen, uns Ratschläge zu geben und uns letztendlich an die Hand zu nehmen. Das meine ich jetzt ganz, ganz positiv. Aber diese Begrenzungen haben wir letztendlich übernommen. Der Karl Valentin hat es immer so schön gesagt, wir müssen unsere Kinder nicht erziehen, sie machen uns eh alles nach. Das heißt, wir sind Nachahmer. Wir werden das tun, was uns präsentiert wird, was uns kredenzt wird. Und wenn das verzweifelnde Taten sind, wenn die Eltern nicht weiter wissen, wenn sie eine schlechte Beziehung gehabt haben, wenn sie mit Geld nicht umgehen konnten, wenn sie im Beruf erfolglos waren, wenn sie krank waren oder was auch immer, sie geben es in irgendeiner Form an uns weiter. Und ich als Systemiker weiß, dass wir in Liebe und Loyalität sogar so treu sind, dass wir uns selten erlauben, von der Spur abzukommen. Das heißt, wir haben im Grunde genommen im Großen und Ganzen nur diese eine Perspektive. Und eine neue Perspektive einnehmen können wir allein gar nicht. Wir können es nur durch ein neues Umfeld. Und das merkst du vielleicht, wenn du schon mal einen Arbeitgeber gewechselt hast, dann hast du plötzlich ganz neue Impulse, neue Inspirationen, wo du sagst, puh, habe ich noch nie dran gedacht. Und genauso ist ein Coach auch für dich zuständig. Und natürlich du, wenn du eine Coaching-Ausbildung machst, ist es hochinteressant, einfach neue Perspektiven kennengelernt zu haben. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Ding. Also die Anleitung zum Leben, die brauchst du ja zusätzlich. Also ich sage jetzt mal, welche Glaubenssätze haben denn damals alles sozusagen den Anfang genommen? Ich lasse mich mal ein paar vorlesen. Ich habe hier ein paar aufgeschrieben. Die würde ich mir alle wieder vergessen. Gott sei Dank habe ich viele meiner Glaubenssätze meiner Eltern vergessen. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Der Klügere gibt nach. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Bäh. Aller Anfang ist schwer. Stimmt nicht. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Geld verdirbt den Charakter. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Früher war alles besser. Hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner. So, und das ist ja nur ein Auszug. Ich habe hier eine ganze Liste. Ich glaube, es sind 400 Glaubenssätze. Und wenn du sowas siehst, wenn jetzt jemand sagt, Geld verdirbt den Charakter, wenn dir das als Information von deinem Coach, Mutter, Coach, Vater mitgegeben worden ist, dann wirst du das pflegen. Und das Verrückte ist, nicht so verrückt, sondern so verrückt in der Position, dass wir es fast vergessen haben, aber trotzdem noch inhaliert, dass es noch tief in uns ist, im Unbewussten. Und wenn du das Bewusste im Vergleich zum Unbewussten setzt, dann ist das Bewusste so groß wie ein Toastbrot und das Unbewusste so groß wie das Fußballfeld voller Toastbrote. Und da wirken solche Glaubenssätze. Das heißt, du agierst nach einem Glaubenssatz, der dir möglicherweise gar nicht mehr bewusst ist, aber nach dem richtest du dich nach wie vor. Und wie dramatisch ist das denn? Und wenn du etwas Neues ins Leben bringen möchtest, wenn du das Alte hinter dir lassen möchtest und wirklich was Neues haben möchtest, brauchst du neue Informationen von außen. Und die gibt dir in der Regel immer ein Coach. Das heißt, es ist eine Persönlichkeitsentwicklung und die einfachste Idee ist natürlich, dorthin zu gehen, wo jemand etwas anderes, etwas Neues weiß und das wäre der Coach. So, was kann man natürlich anfangen mit einer Coaching-Ausbildung? Das wäre der zweite Punkt. Was bringt dir eine Coaching-Ausbildung wirklich? Und der erste Punkt ist, den habe ich ja schon angesprochen, die eigenen Themen klären. Jede Coaching-Ausbildung ist auch eine Innerbildung. Das heißt, du kannst nur jemand anderes beraten, wenn du das überhaupt möchtest, wenn du dich selber kennengelernt hast. Und jetzt musst du dich bitte nicht zurückziehen und sagen, boah, ich kann das doch alles gar nicht. Ich mache die Erfahrung mit mir und mit allen Auszubildenden bisher, dort, wo du das größte Leid hattest, wo du die größten Schmerzen empfunden hattest und das für dich gelöst hast, bist du der Profi schlechthin. Das heißt, da kannst du andere Menschen verstehen, andere Menschen begleiten, andere Menschen überzeugen, andere Menschen bei ihrer Veränderung helfen. Und das ist doch mega. Was will man mehr? Also das heißt, der erste Punkt einer Coaching-Ausbildung ist zum Minimum 50% die Selbsterfahrung.
Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass über 50% meiner Teilnehmer gar nie Coach werden wollten. Die wollten einfach nur etwas für sich selbst tun. Und wie weise ist das denn? Denn es geht nicht nur um deine Mutter und deinen Vater, sondern es geht möglicherweise auch um deine Kinder, die du hast, wo du etwas weiterzugeben hast. Und die Frage ist, möchtest du sie mit einem breiten Horizont erziehen? Oder möchtest du sie mit der Enge erziehen, die du von deinen Eltern mitgegeben hast? Und sicher gehörst du auch zu den Menschen, die sagen, nein, ich möchte nicht so werden wie meine Mutter, nicht so werden wie der Vater meiner Kindheit. Dann musst du etwas tun. Dann darfst du dich ausbilden in Form einer Innerbildung. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass viele Ausbildungsteilnehmer Physiotherapeuten sind oder Heilpraktiker oder aus anderen Lehrberufen, die das als Add-on noch nutzen wollen. Das ist auch absolut gang und gäbe. Ganz, ganz viele Physiotherapeuten hatte ich in meiner Ausbildung. Und dann ist natürlich der dritte Punkt für Menschen, deren aktueller Job jetzt keinen Spaß mehr macht und die sich ein neues Standbein erstmal nebenbei aufbauen wollen und dann letztendlich möglicherweise später hauptberuflich. Wobei ich immer sage, bitte, bitte erst einen Schritt nach dem anderen, nie in eine Coaching-Ausbildung stürzen und in die Selbstständigkeit. Wenn all das nicht geregelt ist, wenn die finanziellen Mittel nicht geregelt sind, dann ist es immer noch gut, wenn du einen Job hast, der dich nährt und der möglicherweise deine Krankenversicherung bezahlt, was in der heutigen Zeit ganz, ganz wichtig ist. So, und jetzt kommen 7 Gründe für eine Coaching-Ausbildung. Die lese ich einfach mal ab, das fällt mir jetzt leichter, sonst muss ich es alles auswendig erzählen. Persönliche Weiterentwicklung haben wir gerade gehabt, ist das Thema Selbstbewusstsein, ist das Thema Abgrenzung und auch für mich als Vater ganz wichtig, Vorbild sein für meine Kinder. Ich kann nur Vorbild sein, wenn ich glücklich bin, wenn ich offen bin, wenn ich auch als Vater mal sagen kann, das ist nicht gut, was ich gemacht habe oder mir geht es heute nicht gut. Wenn ich also weiß, wie es um mich steht und ich das auch richtig kommunizieren kann. Auch das ist ein Teil der Persönlichkeitsentwicklung, wenn du Kinder zu Hause hast. Der zweite Teil ist die Kommunikationsfähigkeit und die Empathie. Nicht der zweite Teil, der zweite Punkt. Quatsch. Also Kommunikationsfähigkeit und Empathie verbessern. Das ist Beziehungsarbeit. Wir Menschen sind in Beziehungen. Wie gesagt, ich bin systemischer Coach. Wir Menschen sind komplett andauernd in Beziehung. Auch wir beide jetzt, wenn du das jetzt anschaust, dieses Video, sind in einer systemischen Beziehung. Und wenn du Geld verdienen willst später, vielleicht mit einer Coaching-Ausbildung, dann sei dir gewiss, dass auch das eine Beziehungsarbeit ist, denn du willst das Geld von anderen Menschen für deine Leistung haben, damit sie glücklicher werden. So, und das ist Beziehungsarbeit. Ja, Menschen unterstützen. Ich habe gerade das tolle Erlebnis gehabt, dass ich nach einer langen, langen Pause mich wieder ins Coaching-Business zurückbegeben habe, weil ich wieder Bock habe, was zu machen. Und daraufhin haben wir Hunderte von Menschen gratuliert und gesagt, ich soll weitermachen mit der systemischen Arbeit. Das macht mich sehr, sehr glücklich. Und das ist etwas ganz Wunderbares, wenn du Coach bist. Denn ich habe gerade schon über das Geldverdienen gesprochen. Du verdienst das Geld damit, dass du andere Menschen glücklich machen darfst. Und du bekommst, wenn du erfolgreich und gut und seriös und wertschätzend arbeitest, viele, viele Briefe, viele, viele Mails, wo sich Menschen bei dir bedanken. Und ich frage mich, in welchem Beruf das noch heutzutage der Fall ist, dass der Kunde Geld bezahlt und sich auch noch anschließend bedankt, dass du für ihn da warst. Gibt es ganz, ganz selten. Ja, und es gibt natürlich eine Unabhängigkeit und Flexibilität als 4. Punkt, denn du kannst mittlerweile per Zoom weltweit arbeiten und wenn du jung bist, unterwegs sein möchtest, dann kannst du auch von Bali, von Dubai oder sonst wo, was sich die Menschen so alles erträumen, arbeiten. Ich habe eine glückliche Familie mit 2 Jungs, meiner Frau. Ich bleibe dort, wo ich herkomme und es macht mir große Freude. Aber ich habe trotzdem immer wieder die Alternative, wenn ich dann mal Golf spielen bin in einer Golfwoche und ich habe den Laptop dabei, kann ich trotzdem auch mal Coaching durchführen. Ja, und es ist natürlich das 5. Punkt, ein Netzwerk, eine Gemeinschaft. Wir Menschen sind Beziehungswesen, beziehungsverliebt. Wir brauchen Menschen. Das Ich entsteht im Du und
da ist natürlich die Community ein wichtiger Punkt. In einer Ausbildung hast du immer eine richtig magische, freundliche, glückliche, wertschätzende Beziehung mit anderen Menschen, die in der Regel weit über die Ausbildungszeit hinaus hält. Ja, und dann ist natürlich das Thema die berufliche Diversifizierung. In großen Unternehmen wird ganz, ganz viel gecoacht. Und ganz, ganz wichtig ist auch, dass viele Arbeitgeber es schätzen, wenn der Arbeitnehmer eine Coaching-Ausbildung hat. Warum? Weil er persönlichkeitsentwickelt ist, weil er eine Erfahrung hat, weil er weiß, wie er tickt und er muss nicht andere schuldig sprechen, er muss nicht, keine Ahnung, seltsame Wesenszüge wie Wutausbrüche etc. Das muss alles nicht sein. Er kann bei sich bleiben, er kann mit anderen Menschen umgehen, er kann mit Beziehungen umgehen. All das funktioniert viel besser, wenn du eine Coaching-Ausbildung hast und das wissen auch die Arbeitgeber zu schätzen. Also sowohl intern als auch wenn du dich neu bewirbst. So, aber jetzt zu den Hard Facts, zu dem Thema, was ich dir nach weit über 20 Jahren Coach und Ausbilder rate. Erstmal, ganz, ganz wichtiger Punkt, der mir am Herzen liegt, diese vielen, vielen Versprechungen, die du im Netz findest, diese Idee, in 4 Wochen auf 10.000 Euro Umsatz zu kommen, wenn du dieses oder jenes machst, am besten noch ein Coaching für 20.000 buchen, dass du im Monat 10.000 Umsatz machst, das ist alles Bullshit. Sorry, wenn ich das sage. Also für mich ist die Idee einer Ausbildung, es ist eine Ausbildung, es ist ein Invest. Und damit hast du eine Ausbildung, aber noch keine Selbstständigkeit. Ich habe mich vor knapp 40 Jahren mit meiner ersten großen Unternehmung, meiner Werbeagentur, selbstständig gemacht. Und da war damals wie heute die Regel, dass es zum Aufbau eines Unternehmens 2 bis 3 Jahre braucht, bis es richtig läuft. Und am besten Falle hast du für 6 Monate die finanziellen Mittel, dass du frei bist und keinen Stress hast. Oder beim Coaching geht es ja ganz gut, dass du einen Hauptberuf noch hast und Coaching erst als Nebenberuf angehst. Darum bitte ich dich wirklich, verfalle nicht dieser falschen Illusion, diesen Traumwelten, die da dargestellt werden, was Coaches alles von heute auf morgen verdienen können. Für mich ist es ein ganz, ganz wertvoller Beruf, der sehr seriös vermittelt werden muss. Mein Credo in der Ausbildung heißt immer, nach Novalis, wer die Seele eines Menschen berührt, betritt heiligen Boden. Und das ist eine tiefe Liebe zu anderen Menschen, ein Miteinander. Denn wenn sich jemand in deine Obhut begibt, da geht es nicht um Kohle machen, sondern erstmal um Weiterführen, ihm die Hand reichen und mit ihm einen Weg gehen, den er alleine nicht gehen kann. Ja, und dann ist ein wichtiger Punkt letztendlich, es ist so eine innere Überzeugung notwendig aus meiner Sicht. Du musst dir klar sein, wenn du ein Unternehmer bist, und das bist du, wenn du dich selbstständig machst, auch wenn du ein Einzelunternehmer bist oder in der Praxis hast, dich motiviert niemand. Du musst dich immer wieder selbst motivieren. Das kenne ich ganz automatisch. Also ich wäre sozial unverträglich, wenn man mich irgendwo einstellen würde. Ich bin ein geborener Unternehmer und ich habe schon viele Firmen großgezogen, groß gemacht. Ausgezogen, klingt lustig, aufgezogen wollte ich sagen. Und ich weiß, es funktioniert. Mal hat es funktioniert, mal hat es nicht funktioniert. Ich habe viele Erfahrungen gemacht. Aber ich kann sagen, dass ich mit vollem Herzen dahinter stehe und mich selbst motivieren kann, auch in schlechten Zeiten. Und die kommen immer wieder. Es ist einmal in Wellenbewegung. Es geht rauf und es geht runter. Es gibt nicht nur immer gute Zeiten, egal welches Business du hast. Wichtiger Punkt. Dann, wenn du einen Partner oder eine Partnerin hast, sollte auch hinter dieser Idee der Partner oder die Partnerin stehen. Stell dir vor, du machst eine Ausbildung als Coach und bist vielleicht noch in Lohn und Brot und musst sehr viel arbeiten, dann kann es durchaus möglich sein, dass dir dein Partner, deine Partnerin Stress macht, zu Recht, dass du überhaupt keine Zeit mehr hast. Das musst du dir einteilen. Das ist ein wichtiger Punkt, dass du das abklärst. Ja, und was haben wir dann noch? Genau. Ja, viele Coaches, das ist der letzte Punkt, haben selbst keine Klarheit und das wünsche ich mir von dir, dass du für dich eine Klarheit hast, denn wenn du weißt, wo du hin willst, wo du in 2 Jahren, in 5 Jahren, in 10 Jahren sein möchtest, mit deinem Business, mit deinem Beruf und dich darauf freust, dann kannst du ein Coaching-Business entwickeln.
und gehen nicht auf die falsche Fährte der selbsternannten Optimierer, Motivatoren oder Coaching-Ausbilder da draußen, die dir schnelles Geld in wenigen Minuten oder wenigen Wochen versprechen. Das ist alles Quark und ich glaube, dass das in nächster Zeit auch abnehmen wird. Es glaubt nämlich, glaube ich, mittlerweile niemand mehr. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du Klarheit gewinnst, dass du etwas für dich findest, vielleicht bei mir in meiner systemischen Ausbildung zum systemischen Aufsteller, Aufstellerin, im Systemcoach oder irgendwo anders, egal. Aber gucke nach Referenzen, schau, wer das macht, wie lang tut er das schon, hat er Referenzen, hat er was nachzuweisen, frag vielleicht andere Menschen, die mit ihm schon mal gearbeitet haben oder mit ihr und dann bist du sicher gut aufgehoben. Dann für ein Gespräch. Und wenn die Sympathie groß ist, dann mach es, denn ein Ausbilder muss immer auch einen Sympathiewert haben. Nur Wissen wirst du nicht kaufen. Du wirst immer auch die Sympathie, den Sympathiewert des Coaches oder der Coachin, der dich ausbildet, die dich ausbildet, haben wollen. Denn es geht um eine Gemeinschaft, es geht um ein Miteinander. Und das möchte ich, dass es dir gut geht, denn es soll dir Freude bereiten. Es soll nicht wie ein Lernen in der Schule sein, wo du sagst, boah, wieder ein Kapitel, sondern es soll dich gierig machen auf das nächste Treffen, auf das nächste Live-Präsenztreffen oder auf den nächsten Zoom-Call und. Eben das, was dich dann ausmacht, was du später auch machen wirst. Das wünsche ich dir von Herzen und jetzt wünsche ich dir alles erdenklich Gute, dass du für dich den richtigen Weg findest. Denk daran. Du hast nur ein Leben, verschwende keine Zeit, das zu tun, was du wirklich möchtest. Und im besten Falle ist es auch eine berufliche Qualifikation, die dir wirklich Freude bereitet, wo du früh aufstehst. Und das mache ich bereits seit Jahrzehnten und sage, wow, geiler Tag, ich freue mich auf den Tag. Und wenn es mal was gibt, wo es ein Problem ist, dann löse ich es, weil es danach wieder entspannt weitergeht. Und das wünsche ich dir auch von Herzen. Alles Liebe für dich, pass gut auf dich auf. In diesem Sinne, vielleicht mal bis bald. Melde dich gerne, genau, sage ich noch zum Schluss, wenn du Lust hast, mit mir Gespräch zu führen. In diesem Sinne, alles Gute für dich. Tschüss.